University of Cologne from theory to practice and back. The following facts will be well known to you. We live in and on a changing world, and this world is digital. Therefore, digital education is an essential issue for society and a necessity for universities in their societal responsibility. So, of course, we need to rapidly upscale not only our digital infrastructure, but especially the digital competencies of everyone. We have to enable all members of the university to confidently, responsibly, and maturely navigate and shape this digital world. There is a visible transformation of the sciences embracing their digital future too. Starting with these presumptions and aiming at proposing a future-oriented answer to these challenges, we have developed and tested at the University of Cologne a shared and science-led conceptualization of digital education. It serves as a dynamic and fluid framework and guide for current and future projects at our university and hopefully beyond. Ingo will give you an insight in our concept and its context. Exactly. So here we can see the key components of this framework. And at its core, it's all about enabling people, students, to be responsible and confident actors in a digital or post-digital world. On the one hand, to the left here, we have identified at least six perspectives in digital education. For example, digital autonomy, which shines a light on participatory and societal questions. Now, on the other hand, to the right here, we differentiate five components. These are essentially outcomes of educational processes that represent the needed competencies and skills to become autonomous, responsible actors. Now, when considering the interplay between these two things and the questions that arise, we observe a number of changes in roles, tasks, responsibilities, but also in the culture, both in terms of learning and also in terms of work. And this, of course, leads to a whole set of challenges, but also unique opportunities for development and change. And we are now going to look at what this looks like in practice and how we practice this at the University of Cologne. Also, just as a note, all of this is based on a white paper that you can download and read on your own. And now Professor Birks-Busse is going to talk a little bit more about how this works in practice. Yeah, so our question is, or the question is, of course, how did we come up with this concept, which really reflects the state of the art of the concept so far? How did we do this? And because digital education is dynamic and forward-looking, we claimed and have actually tested that it requires this new way of thinking, that it requires agility, boldness, and co-creative processes. In the same way as we would like to claim universities also must strive for what is impactful, and also how, you know, we need new forms of co-creation, of inclusion, and of openness in order to be able to really solve the big issues of our time. So that's the assumption. Now, we have used not only the word arena, but also a concept that was already alluded to in 1910 by Roosevelt, who said the credit belongs to the man who's actually in the arena. And it's a huge leadership concept, for example, taken up also by Brown in a very impressive way. We've taken this and really created arenas and adapted these for expert organizations like universities and conceptualized these in two ways: as a format of coming to a bold, sharp purpose, as Parker says, and as a format for strategic fitness whenever universities need to rapidly address various important themes, and as an attitude or a mindset. For that, we have developed a number of principles, seven. For example, it's people positive, expertise-based, it's an open community of authentic, responsible, and curious creators. We practice the principle of agile rethinking. Participation, equity, and inclusion is another one, and also generous leadership. So the visualization then here shows how two systems, the management structures, more or less hierarchical and expert organizations, interact with these arenas in terms of Carter's dual operating systems, because we need both to really address the core principles, the core themes of our time with all people at universities as an inclusive, as a co-creative concept. So for us, arenas are conceptualized as both agile startup structures and an attitude for a purposeful gathering of multidisciplinary
intersectoral, intergenerational teams to address topics of strategic importance and societal relevance. They coexist next to management structures. And this is our claim. And on the next slide, you see what we're currently doing. So we're focusing on the right-hand side of that image to find out what data literacy is for our researchers and how they would define it to then transfer the content into micro and macro credentials, into the hybrid learning and teaching concept, for example. So all sorts of ways in which we operationalize this concept in the format of an arena with all agents. And here I stop. Thank you very much for your attention. And again, thank you very much for organizing this outstanding conference. Thank you. Did we stick to time? I think so. Perfectly. Oh, we would have had even more time. Okay, ich hoffe, alle können meinen Bildschirm sehen. Dann herzlich willkommen zum Vortrag Networking in Kleingruppen, Ergänzungstutorium zur höheren Mathematik im Kontext kleiner Lerngruppen. Mein Name ist Tobias Bahr, ich bin der akademische Mitarbeiter an der Universität Stuttgart und möchte Ihnen in diesem Lightning Talk kurz das Konzept des Tutoriums und das Konzept für das aktuelle Semester vorstellen und im Anschluss Erfahrungen mit Ihnen austauschen und diskutieren. Grund für das Ergänzungstutorium sind die hohen Studienabbruchsquoten bei der Technikpädagogik in den ersten Semestern aufgrund der höheren Mathematik. Dafür kann man sich dann die Einflussfaktoren der Lernmotivation von Studierenden anschauen. Einmal von links oben nach rechts unten ist das die Verdeutlichung der Relevanz der Lerninhalte für weitergehende Anwendungsbezüge im Studium und im späteren Beruf, das Herstellen einer positiven Lernatmosphäre, die Anregung zur Selbsttätigkeit, die Unterstützung der Studierenden bei Lernschwierigkeiten. Das Ganze dann mit der Einschätzung und der Betreuung spielt nach Blüthmann für die Zufriedenheit der Studierenden im Studium eine wichtige Rolle. Welche Unterstützung bei Lernschwierigkeiten bieten wir dann den Studierenden? Einmal die Lernstrategien bei dem Verstehen des Skripts, der Sprache, der Mathematik und der wöchentlichen Aufgaben und dann auch für die Klausurvorbereitung. Die Vorbesprechung von Studien- und Prüfungsleistungen, damit man auch weiß, was die zu erbringenden Leistungen sind, sind auch sehr wichtig. Die Unterstützung bei der Vorbereitung von Hausübungen, Fragen zu den Aufgabenstellungen. Oft steht das Thema dann der Aufgabe obendran und dann kann man direkt Fragen zu diesem Thema klären. Dann wird jede Woche konstruktives Feedback zu den erbrachten Leistungen gegeben und abschließend werden noch organisatorische Fragen geklärt. Zum Beispiel gibt es 8 verschiedene Hörsäle, wo die Klausur stattfindet und diese dann zu finden, ist dann eine Sache. Oder zum Beispiel bei einem Forum einen Eintrag zu schreiben und da das Selbstvertrauen aufzubauen, das dann auch den Prof zu schicken. Dabei helfen wir dann auch. Im Tutorium konkret haben wir dann einen direkten Kontakt zur Studienberatung. Der Studiengangsmanager bei uns ist an der ersten Veranstaltung dabei und in der Mitte des Semesters nochmal, um persönlich und niederschwellig Fragen zu klären. Wir haben ein Mentoring-Programm. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die von einer wissenschaftlichen Hilfskraft betreut wird. Und wir haben auch noch Treffen des Tutoriums, die außerhalb des Tutoriums stattfinden, die wir anregen, damit die Studierenden selbst Rituale einführen, wann sie sich treffen und einen konkreten Lernort haben. Wie sieht dann dieser Lernort aus? Jetzt in der hybriden Umsetzung für dieses Semesters haben wir einen digitalen Klassenraum, das MINT Teacher Lab. Rechts unten ist da der Raumplan. Dieser Raum ist einmal ausgestattet mit der modernen Raumakustik und 4 Kameras und 6 Grenzflächenmikrofonen. Dort können insgesamt 30 Schüler oder Studierende Platz nehmen. Und dann zum Abschluss noch die Schlüsselkompetenzen der Studierenden nach dem Tutorium. Das ist jetzt die subjektive Einschätzung von mir als Dozent, da ja, wir keine qualitativen oder quantitativen Ergebnisse vorliegen haben und auch nur eine geringe Anzahl der Studierenden, nämlich 11. Aber ich konnte halt beobachten, dass wir einmal ein verbessertes Orientierungswissen, eine bessere Kommunikationsfähigkeit haben und ein gesteigertes Selbstkonzept im Vergleich zu Beginn des Studiums und eine höhere Frustrationstoleranz. Dann bedanke ich mich auch für die Zeit von Ihnen und falls Sie Fragen haben, können Sie die gerne im Chat stellen. Oh.
Ja, hallo, mein Name ist Christine Barbarino. Ich arbeite an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder im Projekt Prokodil. Prokodil steht für Programm Kooperationsgruppen Digitale Lehre und basiert auf dem US-amerikanischen Konzept der Faculty Learning Communities. Und wir haben uns überlegt, dass wir unser Projekt hier auf dem Festival in Form eines kleinen Videos vorstellen. Und deshalb sage ich jetzt einfach Film ab. Das ist Frau Professor Dr. Blanding. Sie ist Professorin an der Europa-Universität Viadrina im schönen Frankfurt-Oder und überlegt gerade, wie sie ihre nächste Lehrveranstaltung konzipiert. Sie würde ihren Studierenden gern eine didaktisch anspruchsvolle und abwechslungsreiche Lehre bieten, so wie es in den Leitideen für die Lehre der Viadrina Anfang 2021 formuliert wurde. In den Pandemiesemestern hat sie zum ersten Mal auch digital unterrichtet. Sie hat neue digitale Tools ausprobiert, synchron und asynchron unterrichtet, sich mit der Lernplattform Moodle beschäftigt und neue Unterrichtsformen ausprobiert. Insgesamt betrachtet hat sie viel dazugelernt. Aber mal im Ernst, das war alles Neuland und ganz schön anstrengend. Die Vorbereitungen waren sehr zeitintensiv und oft saß sie bis in die Nacht am Schreibtisch. Ihr Privatleben hat darunter ziemlich gelitten. Vom Zentrum für Lehre und Lernen gab es in Form von Tutorials Unterstützung. Trotzdem fühlte sie sich oft allein gelassen. Für die Flut an digitalen Tools und didaktischen Möglichkeiten wünscht sie sich mehr Support. Frau Professor Dr. Blanding ist deshalb sehr froh, dass es an ihrer Uni das Projekt Prokodil gibt. Prokodil steht für Programm, Kooperationsgruppen, digitale Lehre und basiert auf dem Konzept der Faculty Learning Communities. Eine fakultätsübergreifende Lerngruppe besteht aus maximal 10 Teilnehmenden aller Statusgruppen, die mit Hilfe einer Moderatorin ein Jahr lang an einem übergeordneten Thema arbeiten. Das Teilen von eigenen Erfahrungen, eine unvoreingenommene Einstellung gegenüber anderen Sichtweisen und Lust auf weniger formelle Teamarbeit sind charakteristisch. Konkret sieht das so aus. Unsere Professorin tauscht sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen alle 14 Tage für jeweils 90 Minuten zu Blended Learning Formaten aus. Sie kann innovative Lernsettings entwickeln und sich dazu direktes, kollegiales und studentisches Feedback holen. Darüber hinaus gibt es ein optionales Rahmenprogramm. Sie belegt beispielsweise mit einem Kollegen einen Workshop zu Gamification oder Förderung des autonomen Lernens. Sie nimmt ein gezieltes Coaching in Anspruch, publiziert OER und hört einen Vortrag eines Didaktikexperten. Für ihre Teilnahme wird Frau Blanding entlastet. Sie kann zwischen 4 Entlastungsmitteln wählen. Eine studentische Hilfskraft, Sachkosten in Höhe von 1.500 Euro, zum Beispiel um neues Equipment zu kaufen, Stundenaufstockungen oder eine Deputatsreduktion. Professor Dr. Blanding ist begeistert. Sie erweitert ihre Kompetenzen, erfährt eine neue Lern-Lehrkultur, tauscht sich interdisziplinär aus und ist weniger isoliert in Forschung und Lehre. Frau Professor Dr. Blanding, ihre Lerngruppe und letztlich die Studierenden der Viadrina sind fit für digitale Lehre. So, ich denke, wir haben am Schluss noch Gelegenheit, Fragen zu beantworten und übergebe jetzt an die nächste Gruppe. Okay, dann übernehme ich gleich ab hier und schau mal, dass ich meinen Bildschirm teilen kann. Ich denke, das sollte jetzt funktionieren. Ja, schönen Nachmittag von meiner Seite. Mein Name ist Katharina Meitz. Ich bin jetzt aus Graz hier zugeschaltet von der TU Graz und werde bei diesem Lightning Talk ein bisschen was über den University Innovation Report der TU Graz erzählen. Zuallererst möchte ich aber dann doch nochmal zumindest mit Fotos meiner KollegInnen
vor allem meine Kolleginnen, weil wie ich gerade gesehen habe, ist mein Kollege der Sebastian Dennerlein jetzt mittlerweile auch schon eingetroffen und auch mit da. Ich möchte noch Viktoria Pammer-Schindler und vor allem Philomena Sluga ein bisschen von den Vorrang holen, weil vor allem Philomena sehr, sehr intensiv und engagiert in der Vorbereitung auch dieses Lightning Talks involviert war und den ursprünglich auch selbst halten wollte, weil es leider heute nicht hier sein kann. So, jetzt werde ich trotzdem zum Inhalt übergehen und mal ganz kurz mit dem Hintergrund anfangen, beziehungsweise was zum Marketplace Innovation Programm der TU Graz erzählen, wo dieser University Innovation Report ein bisschen ein Tool oder ein Teil davon ist. Dieses Marketplace Innovation Programm wurde an der TU Graz ins Leben gerufen, um Innovationen, die oft im Projektkontext in der Forschung auch entstehen, auch Innovationen, die im Bereich der Lehre aus der Not heraus geboren werden, ein bisschen auch vor den Vorhang zu holen, anzustoßen mit einer Finanzierung zu einer Weiterentwicklung und einer Ausweitung im universitären, also im gesamtuniversitären Kontext über den kleinen Rahmen, in dem sie oft eingesetzt werden, hinaus. Es geht dabei um solche Innovationen, die Praxisprobleme aus der Administration, der Lehrer oder auch aus dem Forschungsdatenmanagement gezielt angehen, einen universitätsweiten Nutzen generieren und im Rahmen des digitale TU Graz Marketplace Projekts so gefördert und begleitet werden, dass eine hohe Passgenauigkeit und eine hohe Praxisrelevanz erzielt wird und dadurch auch die Akzeptanz erhöht wird. Das machen wir so, indem wir diese digitalen Innovationen eben in Praktiken und Prozessen der Universität eingebettet sehen und auch das mit Co-Design-Aktivitäten, vor allem mit der Einbindung von Nutzerinnen und Stakeholdern von Anfang an erzielen bzw. erreichen wollen. Jetzt aber zum Kern des Ganzen und zwar zum University Innovation Report, der so ein bisschen ein Fenster hinein in diese Innovationen und Innovationsprojekte darstellt. Ich werde das jetzt gleich einfach mal direkt so zeigen. Der kann nämlich auch online schön durchgeblättert werden. Und hier haben wir das schöne Deckblatt. Da das Inhaltsverzeichnis mit Farbkodierung, die Innovationen aus dem Bereich Lehre, Administration und Forschungsdatenmanagement. Und das Spannende ist, dieser University Innovation Report ist so ein bisschen eine Brücke zwischen offline und online, weil den gibt es auch in ausgedruckter, also in Printform. Und man kann über QR-Codes direkt in die Tiefe eintauchen zu bestimmten Themen, wo man sich vielleicht beteiligen möchte mit Feedback in Co-Design-Aktivitäten oder wenn man eine bestimmte Innovation gerne in der eigenen Lehre oder in der Administration einsetzen möchte. Als kleines Beispiel hier. Hier wäre das Pilotprojekt Reflection Widget, eine Moodle-Applikation, mit der man die Lernziele einer Lehrveranstaltung visualisieren kann und den Studierenden so die Struktur der Lehrveranstaltung auch nochmal nahebringen kann. Hier sind allgemeine Informationen, gröbere Eckdaten zu dieser Innovation zu finden. Klar, die Vorteile für die Studierenden und auch für die Lehrenden herausgearbeitet. Und durch Klick hier auf diesen Link oder durch Scannen dieses QR-Codes kann man dann ein bisschen in die Tiefe eintauchen, indem man nämlich eine Learning-Toolbox öffnet, wo vertiefende Informationen zu diesen Innovationen zu finden sind. Beispielsweise ein Abstract, ein kurzes Video. Dann hätten wir da auch noch einen Screencast und eine Handreichung, wo dann ganz konkret beschrieben ist, wie kann ich in meiner Lehre diese Innovation nutzen. Ja, da sind auch die Kontaktdaten und das Team, das hinter der Innovation steht. Und diese Personen sind auch jederzeit bereit, im Rahmen dieses Marketplace-Projektes, dass sie Feedback entgegennehmen, Input von denen, die ihre Innovation nutzen, auch zum Anlass nehmen, um diese Innovation stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Also es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Endeffekt. In diesem Sinne bin ich jetzt eigentlich schon am Ende. Noch kurz vielleicht da ganz zum Schluss. Insofern stellt dieser Innovation Report eben ein bisschen die Brücke dar zwischen offline und online und ist auch so eine Ermunterung und eine Einstiegsstufe zur Beteiligung an Innovationen in der Hochschul-
und an der Transformation der Hochschule insgesamt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die spannenden Beiträge. Liebes Publikum, Sie haben natürlich weiterhin die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob Sie Fragen stellen wollen. Wir haben noch 9 Minuten dafür Zeit, in die Diskussion einzusteigen oder auch einfache Fragen zu beantworten. Und auch unser Q&A-Tool können Sie dafür gerne nutzen. Und solange Sie noch darüber nachdenken, was Sie noch dazu wissen möchten, würde ich schon mal mit einer Frage einsteigen. Und zwar geht es mir noch einmal um das Projekt Prokodil, das ich ja total spannend finde, ehrlich gesagt. Was mich aber interessieren würde, wäre auch ganz besonders natürlich, wie wird das denn angenommen? Wie viele ProfessorInnen nehmen tatsächlich daran teil und bildet sich da vielleicht auch ab, aus was für Fachbereichen die so kommen? Oder ist das so ein ganz breites Potpourri? Wie sieht das aus? Ich würde die Frage jetzt mal beantworten. Ich glaube, Frau Barbarino ist, ich sehe sie gerade nicht. Also unser Projekt hat im August gestartet und wir sind jetzt mit der ersten Pilotgruppe seit, also wir hatten jetzt die zweite Sitzung. Tatsächlich war es jetzt für die erste Gruppe etwas schwierig. Also der Rücklauf war nicht ganz so hoch, wie wir uns das erhofft hatten. Was aber auch daran liegt, dass wir eben an der Uni noch nicht so wirklich viel Präsenz haben. In der Gruppe ist es aber so eine sehr, sehr entspannte und sehr lebendige Atmosphäre und die Teilnehmenden in dieser Pilotgruppe sind selbstverständlich sehr, sehr interessiert am Thema Lehre. Bezüglich der Fakultäten ist es ja so, dass die Viadrina so eine eher kleine Uni ist und nur 3 Fakultäten hat, also Wirtschaftswissenschaften, Kulturwissenschaften mit Politikwissenschaften dabei und Jura. Und dann noch ein sehr großes, relativ großes Sprachenzentrum. Also daraus speist sich der Pool der Lehrenden. Das ist aber nicht so wie an anderen Unis, wo es ja noch sehr viel mehr Fakultäten gibt. Und haben Sie da auch schon Feedback bekommen, sowohl von Studierenden vielleicht auch, die davon profitieren konnten, dass die Lehrenden entsprechende Skills entwickelt haben? Naja, also das Projekt hat, wie gesagt, im August angefangen. Wir wissen aus der Forschung zu Faculty Learning Communities, das Konzept gibt es ja schon seit den Ende der 70ern, dass aus der Forschung belegt ist, dass Studierende offenbar in der Lage sind, holistischer dadurch zu denken und sich viel mehr in Perspektiven reinzusetzen. Bei uns ist natürlich auch das in der Begleitforschung angedacht, mit Studierenden Feedbackgespräche zu führen, aber da das Projekt eben erst im August angelaufen ist, sind noch nicht mal die Lehrveranstaltungen, die konzipiert sind, sozusagen auf dem Markt oder im Vorlesungsverzeichnis. Dankeschön für die Einblicke. Eine weitere Frage, die ich sonst hätte, wenn aus dem Chat keine weiteren Fragen oder auch Anmerkungen kommen. Nochmal zu dem University Innovation Report. Wer genau ist die Zielgruppe? Also für wen wird das tatsächlich entwickelt und wer nimmt das dann auch in Anspruch? Können Sie da was zu sagen? Alle. Also grundsätzlich wirklich, die Zielgruppe sind alle. Es gibt eben die Innovationen im Bereich der Lehre, die sich ganz klar an die Lehrenden richten, aber dann in weiterer Folge auch an die Studierenden, die die Innovationen dann ja auch zu spüren bekommen sozusagen, also die dann auch Nutznießer sind von erfolgreicher Innovation in der Hochschullehre. Zum anderen gibt es im digitale TU Graz Marketplace eben auch die technologiegestützte Administration. Das sind Projekte, die im Bereich der Administration so sowohl den Bediensteten als auch den Studierenden das Leben erleichtern sollen und so einfach auch den gesamten Hochschulbereich, den ganzen Kontext vom Wissenschaftlichen übers allgemeine Personal auch betreffen. Und über den Marketplace zum Research Data Management sprechen wir ganz gezielt die Forschenden an der Uni. Also da sind ganz gezielt diejenigen, die Forschungsdatenmanagement in ihren Projekten, in ihren täglichen Arbeiten brauchen, gemeint. Und ich glaube, Sebastian kann da auch noch was dazu sagen. Bitte ergänze mich, wo ich ein bisschen zu kurz gegriffen habe vielleicht.
Perfekt so. Nur mal, wenn man eben in den Report reinschaut, wird man auch ganz verschiedene Farbcodes sehen, eben für die drei Themenbereiche Lehre, Administration oder Forschung, dass man schnell durchblättern kann und genau das findet, was einen interessiert. Und auf jeder Seite ist dann schön eine Value Proposition oder ein Nutzenversprechen rausgearbeitet, wo man sieht, bin ich jetzt ein Lernender, bin ich ein Studierender, ein administrativer Mitarbeiter, welche Rolle habe ich? Und kurz drunter, was bringt es mir? Und man sollte ja mit dem arbeiten, was den Leuten tatsächlich was bringt und so das Interesse catchen. Und direkt im Anschluss daran noch die Frage, wie kommen Sie zu Ihren Beiträgen? Also sind die Leute von sich aus so offen und freudig darüber, über ihre eigene Innovation, dass die sich bei Ihnen melden oder sprechen Sie die gezielt an? Da gibt es ganz, ganz, ganz kompetitive Calls. Also wir haben jetzt auch gerade die dritte Ausschreibung am Laufen. Es gab jetzt schon zwei Durchgänge. Es ist wirklich so, dass sich die Forschungsgruppen, die Forschenden und die Lehrenden, aber auch Studierende, die insbesondere jetzt im Bereich der Administration ihre Innovationen machen, unterbringen können, die melden sich, die reichen ganz normal einen Projektantrag ein, dann gibt es ein Auswahlverfahren, da gibt es auch speziell im Rahmen des Marketplace entwickelte Methoden zur Bewertung des Potenzials von Innovationen auch und dann gibt es eine Förderzusage oder leider eine Absage. Also da sind wir relativ klassisch kompetitiv unterwegs. Vielen Dank. Ja, gibt es noch weitere Fragen vielleicht auch aus dem Publikum? Ansonsten würde ich nämlich einfach... Vielleicht kann ich noch kurz auf die Frage eingehen im Chat, wer das Tutorium nutzt, warum das so in Anführungszeichen wenige sind. Also ich habe schon geschrieben, dass das Tutorium circa aus, im ersten Semester aus 35 Personen besteht und im Tutorium sind da nur 11. Das liegt daran, dass bei Technikpädagogik das sehr divers ist. Das bedeutet, man kann entweder erst einen Master machen in der Ingenieurwissenschaft oder eine betriebliche Ausbildung und dann das studieren. Oder man kommt frisch von der Schule sozusagen. Und gerade für die, die direkt von der Schule kommen oder die erst eine betriebliche Ausbildung gemacht haben, dann wieder in den Uni-Kontext zurückkommen und auf einmal dann höhere Mathematik machen müssen, ist es natürlich sehr schwierig. Und für die ist es dann hauptsächlich gedacht. Und diejenigen, die dann Bachelor oder Master in der Ingenieurswissenschaft haben, die haben das ja schon abgeschlossen und müssen das nicht mehr machen. Ja. Dankeschön. Dann würde ich gerne noch eine Frage anschließen und das geht diesmal sowohl an das Projekt Prokodil als auch nochmal an die TU Graz, weil das in Bezug auf das Transferpotenzial bestimmt interessant ist, auch für das Publikum. Was kostet denn der Spaß? Wer zahlt das und wie viel Aufwand ist damit verbunden, das auch wirklich umzusetzen? Meinen Sie, das ist auch auf andere Unis oder Hochschulen übertragbar? Also dieses Marketplace-Konzept ist sicher in gewisser Weise übertragbar. Es ist nicht viel Geld drinnen, das muss man schon sagen. Es sind jetzt keine extrem hohen Summen. Es ging so bis zu 20.000 Euro für die Innovationsprojekte. Und da ist sehr, sehr viel auch Goodwill von den Lehrenden, Forschenden und den Beteiligten in den Projektteams mit dabei, die sich da sehr auch anstrengen und reinhängen. Und auch vom Projektteam, das da die Begleitung macht, ist da viel, viel an Engagement drinnen. Ja, also das Konzept funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut. Auch mit kleinen Beträgen kann man viel machen. Vor allem, wenn da schon im Keim viel da ist, dann braucht es oft auch wirklich nur einen Anschub, so ein bisschen mehr Förderung und dann läuft das Ganze schon. Gerne Sebastian wieder ergänzen. Ich denke, jeder, vor allem jetzt im Bereich TEL, Technology Enhanced Learning, hat man ja die Forscher, die eigentlich ihre Innovationen auch genutzt wissen wollen und oft selber darüber traurig sind, wenn sie dann was entwickelt haben und das eigentlich keine Anwendung findet. Und genau da versuchen wir eben mit kleinen Förderungen zu hebeln. Und die Anfragen waren, am Anfang haben wir überhaupt kein Limit gesetzt und tatsächlich der Durchschnitt war 20.000 Euro und das, was wir gefördert haben, ging von 5 bis 20 schlussendlich. Also es sind kleine Mengen, die hier investiert werden können und vielleicht auf die initiale Frage zurückzukommen, wie man sowas denn weiter noch am Leben halten kann. Also Katharina Meitz und das Team ist natürlich weiterhin ansprechbar, um Kooperation über Universitätsgrenzen hinweg aufzubauen und vielleicht auch hier gemeinsam aktiv zu werden, um noch in Europa vielleicht Förderungen zu akquirieren dafür. Bis jetzt ist es selbsterhalten bis in die dritte Runde, aber man kann es natürlich größer machen. Und wenn man dann von Universität zu Universität lernt und diese Innovation austauscht, dann wird es richtig nachhaltig, würde ich sagen. Absolut. Dankeschön. Wir haben aber auch schon erste Kooperationen auch mit dabei, universitätsübergreifende Lehrende dabei gehabt in den Piloten zum Beispiel, weil die TU Graz und die Uni Graz in der Lehre miteinander kooperieren. Also es geht schon ein bisschen über die Grenzen hinaus langsam.
Dankeschön. Vielleicht ganz kurz noch Frau Finsterer, wie sieht das bei Ihnen aus? Also wie Sie vielleicht auch auf der letzten Folie gesehen haben, ist unser Projekt komplett drittmittelfinanziert von der Stiftung Innovation an der Hochschullehre. Und momentan, also es sind 3 Stellen à 20 Stunden dafür veranschlagt. Momentan arbeiten wir eher so zu 2,5 und dann wird es ab nächsten Jahr mehr. Und dann ist es natürlich so, dass es Entlastungsmittel für die Lehrenden gibt. Die hatten wir auch in dem Video gezeigt. Und ja, das können Sie sich ja selber ausrechnen. Also es gibt ein Sachkostenbudget von 1.500 € und die Leistungen sind alle so ungefähr in diesem Rahmen. Das soll natürlich einen Anreiz bieten, die Lehre zu verbessern. Aber letztendlich, wenn sich jetzt jemand nicht für Lehre interessiert, dann ist das jetzt auch für ein Semester nicht genügend Arbeit, als dass die Lehrenden teilnehmen. Aber es ist eben auch so gedacht wie bei der Uni Graz, dass es so einen kleinen Anschubs geben soll und auch einfach mal eine Würdigung von guter Lehre sein soll. Und natürlich hoffen wir dann nach der Laufzeit des Projektes von 2,5 Jahren, dass wir soweit Erfolge vorweisen können, dass es auch bestätigt wird. Vielen Dank. Ja, das war, denke ich, ein gutes Schlusswort. Wir sind 1 Minute über der Zeit. Vielen Dank für die interessanten Beiträge und für den Austausch jetzt im Nachgang noch. Genau, das Publikum verschiebe ich hiermit dann wieder in die Lobby. Und ja, ich wünsche Ihnen noch hoffentlich interessante weitere Beiträge und noch eine schöne Konferenzzeit. Dankeschön.